Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Reisevideo. Conny und ich nehmen euch heute mit nach Mailand, der wahrscheinlich letzte Städtetrip für dieses Jahr. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen Pech mit dem Wetter, grauer Himmel und Regen ist auch noch angesagt. Aber das kann jedem mal passieren. Das ist nun mal das Risiko, das man als Tourist hat. Damit ihr allerdings nicht eure Flugtickets bei einem schlechten Wetterbericht zerreißt und trotzdem einen schönen Städtetrip erleben könnt, zeigen wir euch jetzt einfach, was man machen kann, wenn das Wetter halt nicht so gut ist. Kommt einfach mal mit. Hier gibt es ein paar Tipps, wie man bei jedem Wetter richtig viel Spaß im Urlaub haben kann. Ausgangspunkt eines jeden Städtetrips nach Mailand ist auf jeden Fall die Piazza del Duomo mit dem unverkennbaren Mailänder Dom. Der Eintritt ist natürlich kostenlos. Flächenmäßig ist der Dom die drittgrößte Kirche der Welt und wird nur vom Vatikan in Rom und der Kathedrale von Sevilla geschlagen. Früher beschallten zwei getrennte Orgeln das Gotteshaus. 1985 wurden die aber zu einem Instrument verbunden und bilden heute die größte Orgel der Welt. Die Fassade der weltberühmten Mailänder Scala sieht bei jedem Wetter eher etwas mickrig aus. Wer ein bisschen Zeit hat, sollte unbedingt ins hauseigene Museum gehen. Hier gibt's jede Menge Informationen und auch einige Artefakte aus den Zeiten von Rossini oder Verdi. Natürlich darf auch der Besuch des Zuschauerraumes nicht fehlen. Und bei diesem Anblick sollte es wirklich jedem die Sprache verschlagen. Wer bei seinem Städtetrip auf Nummer sicher gehen will, der sollte sich bei der Hotelwahl ein bisschen Zeit lassen. Schließlich wird das ja die Basis für euren Städtetrip. Zum Beispiel gäbe es hier das Radisson Blue im Mailänder Norden, wo italienische Eleganz auf dezentes asiatisches Flair trifft. Wenn man frühzeitig bucht, bekommt man das Doppelzimmer im Vier-Sterne-Haus sogar schon ab 80 Euro pro Nacht. Dafür kann man den Tag dann auch im hoteleigenen Pool ausklingen lassen und sich an der Bar noch einen Drink genehmigen. So lässt sich's doch aushalten. Wenn ihr jetzt auch Lust auf ein richtig schönes Hotel habt, dann versucht's doch mal in einem Reisebüro. Ich weiß, wir leben im 21. Jahrhundert und nachdem man seine Flüge online günstig einkauft, suchen die meisten auch gleich dort nach einem Hotel. Allerdings, ich habe in den Läden schon teilweise auch richtig günstige Hotels gefunden. Fragt doch mal, ob auch was in den Kontingenten für euch dabei ist. Selbstverständlich ist Mailand auch die Modehauptstadt von Italien. Was liegt also näher als ein ausgiebiger Shoppingausflug? Mein Tipp wäre das Il Savagente Outlet im Osten der Altstadt. Der Laden wirbt immerhin mit Ersparnissen bis zu 75%. Wie in jedem Outlet sollte man aber dennoch die Originalpreise kennen oder einfach parallel mit dem Smartphone checken. Wer ein bisschen tiefer im Angebot wühlt, findet auch ziemlich bekannte Label zu recht anständigen Preisen. Die Kreditkarte sollte man also auf keinen Fall zu Hause vergessen. Und einen letzten Tipp habe ich auch noch für euch. Wenn der Wetterbericht keinen Regen vorausgesagt hat, müsst ihr euch die Stadt unbedingt bei Nacht anschauen. Denn nachts sind sowieso alle himmelschwarz. Gerade der wunderbar beleuchtete Dom wirkt bei Nacht gleich noch eine Ecke imposanter. Durch den hell erleuchteten Triumphbogen am Domplatz geht es dann in die 1864 erbaute Galleria Vittorio Emanuele. Ich persönlich habe noch keine Kaufhauspassage gesehen, die mit mehr Stuck, Fresken und Marmor dekoriert ist. Na dann, viel Spaß euch in Mailand!